Cello, meine Damen und Herren. Ihr erinnert euch bestimmt noch an diesen Knilch, den wir letzte Woche im Overwatch hatten, und zwar den mit der USPS Ticket to Hell, den Handschuhen und dem Knife. Und durch das Thema von letztem Mal mit dem Cheat habe ich gar nicht so drauf geachtet, was der alles an Wert am Start hat. Acheter et vendre des skins sur Skin Baron. Erstens habe ich beim wiederholten Ansehen festgestellt, dass er keine Cheats hat. No und no und no. Aber er stand eben eine Weile am Spawn rum, ich glaube bis zu 3 Runden. Und darum drücke ich mir auf jeden Fall den Grief rein. Also es ist anti-competitive, wenn man nur rumsteht und sich nicht bewegt, das ist klar. Ich denke auch deswegen wurde er reported. Ich habe mir auch seinen Account gesnackt, den wir uns jetzt gleich anschauen. Ellie Go, Monsieur, Sodele. Sein Profil sieht ziemlich leer aus, es ist eigentlich nichts zu sehen. Ach, die Gruppen, wartet mal. Die fand ich ganz lustig. Das Was aber wirklich nice ist, ist sein Inventory, denn er hat sich ein schwarzes Inventory aufgebaut. Und das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Let's go. Hier oben in der Reihe sind die ganzen fetten Geschichten, die er eben da trägt. Also einmal diese beiden Pins, dann hat er hier die Sportgloves Nocts, dann hat eine AWP Graphit und eben dieses M9 Bayonet Black Laminate. Also alleine vom Preis her ist diese Riege schon sehr extrem. Ich glaube, die ist nochmal 4 Euro wert. Ich weiß die Preise gerade nicht mehr auswendig. Ich habe mir jetzt vorhin schon angeschaut. Ich glaube 30 Euro, 60 Euro und dann irgendwie 300 oder 400 Euro und das Ding auch ähnlich so viel und das Knife auch nochmal. Also so um die 1200 Euro habe ich jetzt nur, ich glaube, diese Sachen hier gecheckt und wir wissen natürlich nicht, was hier in seinem Stash drin ist. Hier auf der zweiten Seite ist sonst nichts mehr, bis auf die Operation Coins. Das könnte auch ein gekaufter Account sein oder eben einer, auf dem er immer wieder aufräumt und halt dann wirklich nur Sachen holt, die gerade seinem Farbschema entsprechen. Also vielleicht hat er da gerade auf schwarz gestanden und hat sich halt einfach dann schwarzes oder dunkles Zeug geholt. Ich finde die Handschuhe überhaupt nicht ansprechend, also nicht besonders. Klar passen sie in dieses schwarze Setup gut rein, aber mir ist ja fast nicht aufgefallen, dass er Handschuhe hatte. Ne? Im Video selbst habe ich, also das war letzte Overwatch, habe ich gesagt, oh, ich glaube, der hat auch Handschuhe. War mir dann aber auch zu unsicher und habe dann mit meinem Thema weitergemacht. Ich habe generell nicht so gut zugeguckt. Ich habe da auch nicht geschaut, ob der halt was anhatte oder eben nicht. Dann hier die AWP Graphit. Und wie gesagt, alleine das Teil schlägt schon ganz gut zu Buche. Er hat sie in Field testet. Wir schauen mal ganz kurz rein. Field tested. Was ist hier los? Let's go. Die liegen hier nur in Factory New vor, oder was? Krass. Oh, Leute, 40.000 Euro, wow. Na, also ich denke, das hier ist so, ja, der tatsächliche Preis. Die Handschuhe sind halt echt krass. Also er hat die in Field testet, ja, 329 Euro, wahrscheinlich Richtung 400 Euro gehend. Die er hat eine bessere Wear. Ich denke, seine sind so in dem Bereich vorliegend. Also er hat ein Wear-Rating hier von 0,238. Also sie werden sich wohl plus minus in diesem Bereich hier eben bewegen. Ich glaube, ich bin von 400 Euro ausgegangen. Und dann, was noch? Ja genau, sein Kniftelchen. Schauen wir mal rein. Ach ja, das ist ja auf CSGO Stash mit 562 Euro gelistet. Haben wir ein richtiges Schnapperl hier, oder? Ich kenne mich halt null aus, gerade mit den Teilen. Null. Aber hier würde man angeblich ja schon fast 100 Euro gut machen, Mensch. Ey. Also wie gesagt, schickes Inventory, klein, aber fein. Ich denke nicht, dass er irgendwie einen Bann bekommt, weil die meisten Overwatcher, glaube ich, gar nicht so extrem auf Grief gehen. Mich hat Grief halt früher schon immer sehr, sehr gestört, also extrem gestört. Weil wenn ich dann eben mal spiele, dann möchte ich natürlich auch im besten Fall gewinnen. Ich gehe da nicht auf Schweiß win, aber ich will natürlich halt, dass alle ihr Bestes geben. Und wenn dann jemand halt AFK ist, ist das schon fucky. Und vor allem, wenn es halt dann noch ein Random ist und nicht noch ein Mate, wo du genau weißt, okay, der ist wirklich gleich wieder da, sondern naja, einer hört einfach auf zu spielen und dann ist dann 2 Runden weg oder sowas. Das ist halt dumm. Das ist wirklich dumm. Ich weiß, sowas kann passieren, aber es sollte nicht. Und dafür gibt es eben dieses Grief-Teil. Ganz einfach. Aber wie gesagt, ich denke, der wird sowieso keinen Bann oder auch keinen Timeout erhalten. Gecheatet hat er sowieso nicht. Er hat einen einzigen Kill gemacht im gesamten Overwatch. Einen. Und ja, Grief drückt halt so gut wie keiner. Also ich darf mir auch in den Kommentaren bestimmt auch heute wieder durchlesen. Jeder muss mal vielleicht für 3 Runden aufs Klo. Das ist halt so. Das kann halt passieren. Ja, da sollte man nicht spielen, wenn man aufs Klo muss, ne? Naja gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und auch im nächsten Livestream. Wir streamen 3-mal die Woche. Stream, aha, ja. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir daddeln immer gemeinsam rein, also 4 Uhr Games. Wir haben immer Giveaways am Start. Einfach mal rankommen und mit dabei sein, meine Damen und Herren. Und falls du hier auf YouTube an einem Giveaway teilnehmen möchtest, schau dir einfach das Video an von vor 2-3 Tagen. Das nennt sich, dieser Cheat braucht keinen Cheater oder so ähnlich. Dort gibt's ein Giveaway für euch. Also dabei sein, nochmal frei sein, ne? Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.